kleiner Junge in einer dystopischen Welt auf der Flucht vor was auch immer. Wir wissen es nicht. Es gibt Gedankenkontrolle, wilde Hunde und Maschinen auf jeden Fall, die damit auch irgendwas zu tun haben. Aktuell haben wir auch keine Krone auf, falls ihr euch das wundert. Nein, habt ihr gesehen im letzten Teil. Das ist die Maschine zur Gedankenkontrolle. Nein, und wir sind schon wieder... Oh, guck weg. Guck weg. Das Spiel ist nichts für schwache Nerven. Okay, also, wir müssen einfach nur mit Bedacht hier vorgehen, die so ein bisschen auf Abstand halten und dafür sorgen, dass die halt am besten kurz umkehren. Oh, nein! Nicht gut. Nicht gut. Okay, wir versuchen es weiter. Ich weiß auch gar nicht, wofür eben diese Maschinen einfach gut sind. Weil die sind ja echt versteckt. Und, ob die einen Einfluss auf das Spiel haben irgendwie oder nicht. Okay. So ging das. Jetzt haben wir das zerstört. Ja, dann können wir jetzt auch wieder zurücklaufen. Hier ist auf jeden Fall Wasser, da bringt uns die Fackel dann nichts mehr. Aber dieses gelbe Kabel hier, da wurde die Maschine, da hat sie ihre Kräfte entfaltet. Und die, die wir jetzt hier befreit haben, sind glaube ich dann auch nicht mehr, sind die noch für uns tätig? Folgen sie uns noch? Ja, weil wir sie noch brauchen. Okay. Und da wartet noch die Rest der Belegschaft. So. Okay, alle da. Dann können wir ganz nach oben gehen. Und noch mehr befreien. Schnarchen die eigentlich? Schlafen die auf der Arbeit? Immerhin haben ein paar noch Helme auf. Okay, kommt mal mit, Männer. Ich habe hier ein Problem. Da können Sie sich das mal bitte anschauen. Ich habe da so drei Männer im Käfig. Ja, keine Sorge, denen geht's gut. Die sind gut versichert. Okay. Tja. Also meine Theorie besagt, wir müssen hier rüber. Vielleicht könnt ihr mir da einfach helfen. Ah, okay. Heißt aber auch, dass wir so noch nicht fertig sind. Da ist jemand tot. Oh, den können wir auch noch ziehen. Das ist schon mal schlecht. Okay, da geht's aber auch nicht weiter. Also den brauchen wir auf jeden Fall. Ob tot oder lebendig. Oh Gott.
Ja, was ich mit meinen jungen 10 Jahren hier alles schon erleben muss. Okay. Plupp. Danke fürs Auffangen. Ja, dann ist die Belegschaft ja wieder für die Weihnachtsfeier versammelt. Schauen wir mal nach, wie es euren Kollegen geht. Okay, denen geht's doch nicht so gut. Oder doch? Aufwachen, Leute. Stimmt, da war ja auch noch einer. Ich glaube, ich muss diesen Schalter betätigen. Und da sind noch mehr Leute im Minenkart. Bumm, ups. Ach so, sowas ist das. Ein was Physikalisches. Okay. Ich habe genug Rollercoaster Tycoon gespielt, um zu wissen, wie das funktioniert. So, ab der Hälfte ist meistens gut. Okay, das ist, hat auch noch Verzug in der Steuerung. Okay, let's go. Schau mal noch, ob ich hier noch was finde, aber das sieht jetzt nicht so aus. Nee. Gut. Aber wissen, ich glaube, ich weiß noch nicht, wofür wir die alle brauchen, weil ich einfach alle anderen Wege erstmal lang gegangen bin. Wahrscheinlich irgendein riesiges Tor öffnen. Tja, und diese riesige Halle mit diesen Stampfgeräuschen. Halle 19. Ach, ist das ein Druckschalter? Ach so. Ach, das zeigt uns an, wie viele Leute wir brauchen. Und zwar fehlt eben einer noch. Das ist ja auch echt makaber. Jetzt sind wir genug. Und das Tor öffnet sich. Hi, Leute. Boah. Jetzt haben wir so lange dafür gekämpft, hier zu sein. Da stellt sich die Frage, wollen wir das überhaupt? Shit. Das sieht nicht gut aus. Boah. Ich bin ja echt geneigt, einfach mal rauszufinden, was passiert, wenn wir. Ah! Okay, einmal musste sein. Shit. Shit. Bam. Okay, ja gut, die Kiste gab schon einen guten Hinweis darauf, was passieren kann.
Irgendeine Druckwelle ist das. Okay. Dann müssen wir das hier schnell umstellen und... Bam! Okay, okay. Okay, das müssen wir so anhalten, dass es irgendwie die Leiter bedeckt. Nee, das ist zu weit. Okay, nochmal testen. Also hier zum Stopp. So halt. Damit wir uns dann dahinter verstecken können. So. Okay, aber das reicht nicht aus. Nein! Boah! Komische Sache. Also es muss eigentlich ja sich dann weiter drehen, weil sonst haben wir ja... Haben wir dann schlechte Karten? Nee. Okay, irgendeinen anderen Trick gibt es auf jeden Fall noch. Aber ich sehe keinen, ehrlich gesagt. Bam! Oder müssen wir es einfach laufen lassen? Aber das hilft uns da oben ja eigentlich auch nichts. Komische Sache. Oder schaffen wir es, die Leiter ganz hoch? Nee, haben wir ja nicht, haben wir vorhin auch nicht geschafft. Nein. So auch nicht. Ja, aber wie kann man das denn jetzt bitte wieder aktivieren von hier? Gar nicht. Da ist gefährlich, ja, da ist tödlich. Nee. Aber das ist absolut... Geht das nicht? Also eigentlich müsste es halt da nochmal stehen bleiben.
Oder können wir es irgendwie kaputt machen? Reicht einfach nicht aus, ne? Das so reicht das nicht aus. Tja, es bleibt ein Rätsel erstmal. Müssen halt also mal ausprobieren. Oder fährt der, gibt es irgendeine Stelle, wo der wieder losfährt? Ich bin jetzt gerade maximal verwirrt. Also das hier wäre eine Möglichkeit. Ja. Okay, die Musik ist schon mal anders. Okay, dann können wir aber hier auch nicht. Nein! Doch. Ach du Scheiße. Okay, das hat funktioniert. What? Okay, wir sind draußen. Oh je, da brauche ich jetzt erstmal einen Kaffee. Ne, ist glaube ich auch schlecht mit Koffein. Auf jeden Fall eine Verschnaufspause und die kriegt ihr auch. Und deswegen geht es dann im nächsten Teil weiter, liebe Leute. Bis dann.